Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Ja, die, sag ich mal, vorletzte Folge. Und die letzte? Wie auch immer. Auf jeden Fall Endspurt. Und nach der Pleite gegen die Bayern sind wir so noch Zweiter und haben auch noch zwei Spieler verloren durch rote Karten, langfristig gesperrt. Also eine Frechheit ohne Ende, muss ich ehrlich sagen. Tolles Spiel, Dankeschön. Ne? Und dann auch noch einen Langzeitverletzten hier. Also bei uns läuft es wirklich. Ne? Ah, das nervt. Irre. Aber gut, wir müssen durch. Ich starte nicht nochmal neu. Ne? Man könnte dann jetzt mal hier nochmal das Spiel nochmal spielen, aber habe ich keinen Bock drauf. Dafür sind wir in der Champions League im Halbfinale. Und Meisterschaft wäre ja auch noch möglich. Ne? So ist er nicht. Aber uns gehen die Spiele langsam aus. Jetzt muss ich erstmal Kondition pumpen. Außerlauf. Ausdauerlauf. Fähigkeiten, genau. Dann machen wir hier wieder aktive Erholung. Und das hier, genau. Ne? Okay. Go. So, Zakaria macht Schnelligkeit. Ballgewinne und Robustheit. So. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ist die letzte Folge dieser Staffel. Also, wir werden das jetzt durchziehen und ihr seht jetzt hier, also Emre Can gesperrt, 3 Spiele. Zakaria bis zum Ende der Saison, 4 Spiele gesperrt. Brand fällt bis ins neue Jahr hinein, bis zur nächsten Saison aus. Also wird richtig lustig. Ne? Warum spielen wir mit 5er-Kette jetzt auf einmal? Was ist das für ein Käse? Muss das sein? Nee, muss doch gar nicht sein. Leute, wir spielen schön hier mit 4er-Kette, würde ich sagen. Ne? Wie immer. So. Genau, Vlahovic, Marik. Wobei hier vielleicht der Jacobs mitspielen kann. Der Moseyeva ist momentan nicht so fit. Lassen wir mal raus. QKK ist auch nicht fit. Ah je, mini. Der Vlahovic kann der eigentlich noch. Nächstes Mittelfeld defensiv. Okay. Wir machen das anders. So machen wir das, genau. So, jetzt müssen alle zusammenhelfen hier. Ansonsten muss ich noch von der zweiten Mannschaft hier hochholen. So. Wir können keinen Fokus mehr einstellen. Machen mal die Null mal stehen.
Hau das Ding rein, Marlin, komm. Oh, Leute. Das tut weh. Hallo. So. Ja, am Tisch müssen wir mal ein bisschen antreiben hier, glaube ich. Das kannst du besser. Bayern spielt auch noch 0-0, okay. Hazard, jawohl, wichtig. Allen, yes. Mal wechseln vielleicht. Diallo einwechseln für den Tiste und Seye war für Akanji. Das muss erstmal reichen. Schonung. Bayern immer noch 0-0. Selber! Wahnsinn! Die Bayern liegen zurück. Also, ja, 4-0. Zu 0 wäre mal gut. Also zu 0 wäre schön jetzt, ne? Hallo. War zu schön, um wahr zu sein. Jetzt ist aus und die Bayern verlieren. Ha. Sehr gut.
Mhm. So, Ziel natürlich ein Sieg, ist auch klar. Wer ist der Nächste? So, jetzt kommt gleich wieder Champions League Woche. Na super, gegen Eindhoven, Halbfinale. Wir machen natürlich Regeneration. Mhm. Können wir mal alle boosten hier was? Machen wir so. Jetzt bin ich gespannt. Ah, da dürfen wir die wieder mitspielen, ne? Genau, sehr gut. Da darf er Emre Can wieder mitspielen. Und der Zakaria auch. Okay. Na, wir bleiben so. Okay, den Miranda kann ich da spielen, das ist richtig. Der ist zwar jetzt gelb gefällt, aber okay. Müssen wir mal das Risiko eingehen, hilft nichts. Links außen kann auch der Ding spielen, der Terrier. Ist auch gelb gesperrt. Oder vorbelastet, besser gesagt. Der Diallo auch. Na, wir probieren es uns mal so. Genau, und dann machen wir hier noch Kaka ist auch noch fit. Okay, wir machen es so. Genau. Ein wichtiges Spiel heute, einfach mit dem Fokus mehr. Spezialtaktik geht das. Oh, Marlen, freches Tor.
Oh nee, keinen Elfmeter bitte. Abseits. Der Hu, komm. Yes. Ups, da war das Mikro aus. Hier laber und laber. Also 3-1 zur Halbzeit, sehr gut. Wir loben den der Hu. Und na, den Diallo mal. Ja. Wenn wir das halten könnten. Wechseln mal wieder den Bellingham rein. Oh, hier hinten sieht es düster aus. Was sage ich aber für den Dika? Vorne nehmen wir mal den. Antiste für den Malen und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viele Karten haben die anderen. Auch nicht schlecht. Antiste, komm! Yes! Sieht doch gut aus, komm. Schade. Eine gute Basis fürs Rückspiel. Yes, was machen die Bayern? Oh, 1-0 verloren gegen Chelsea. So, Leistung Mannschaft. Natürlich super. Dann gute Arbeit. Und hier, das ist mein Verein.
So, halbe Miete, ja, schauen wir mal. So, jetzt gegen Nürnberg. Ja, wir bleiben so. Und der Can ist ja gesperrt jetzt, ist klar. Wir werden aber jetzt hier ein bisschen was verändern, weil ich will den... bisschen schonen, ist klar. Das ist alles okay. Marco gar keine, kommt eine Pause. Malen auch. Wer ist da links außen? Aber der keinen was. Malen. Diallo. Achso. Ja, machen wir es mal so, ne? Ja. Wir können aber Dreierkette spielen, theoretisch. Wir machen das so, genau, so bleiben wir. So. Go. Wir sind gespannt. Der 18. Nürnberg, also das sollte eigentlich kein Problem sein, ne? Antiste, komm! Hey. Bayern gegen Freiburg. Der Hu. Hau das Ding rein. Du sollst den Elfmeter reinhauen. Jetzt treffen wir den Elfmeter nicht mehr. Meine Fresse. Oh, der Mann ist auch schon verschossen. Nee, so nicht. Naja, war klar. Ja, doch. Ich war so klar, dass sie hier in Führung gehen. Meine Fresse. So, jetzt müssen wir was machen. Und den lassen wir drin. Wenn wir den Jacobs, den können wir mal ein bisschen antreiben und den Vlahovic auch. Statistisch wieder am besten hier.
Der Leiter trifft nicht das Ding. So, Ja, ist schwierig. Weiter geht's. Kann nicht so schwer sein, oder? Tore haben. Tore. Unentschieden zumindest. Leiter, komm, hau das Ding rein. Yes. Hau rein! Ah, leider Doppelpack. Sehr gut. Oh, bitte! Pack schon wieder. Oh. Alles gegen uns. Jawohl. Na klar. So, was machen wir hier? Na, Bellingham muss mal rein. Der Rieck. Und der Male natürlich auch, ist auch klar. So, und dann machen wir hier bitte volle Attacke. Geht doch. Na nee. Oh, Elfmeter auch noch. Leute! Mein Gott! Wahnsinn! Wahnsinn! Blickst die Tür nicht zu, ne? Verlieren wir das blöde Spiel hier auch noch. Ah. Weiter geht's. Okay. Oha. 10,2 hat der hier. Moment mal, den muss ich ja gleich mal hier hochziehen. Einen Vertrag geben. Nächstes Jahr. Da bleibt uns ja noch.
Okay, wieder Doppelspieltag. So, noch zwei Spieltage haben wir. Weiterbildung. Warte mal, wo ist der mit der Stärke hier? So, hier, Jugend. Bah. Kommt eins hoch, ne? Gut. Charity-Aktion am Sonntag. Sponsortreffen bitte. Hier. Was Verlängerung? Okay. Ja. Erholung. Jetzt habe ich dich umgeschaltet, ne? Ja. Das war jetzt blöd. So, Halbfinale, Rückspiel, Champions League. Hauptsponsor. Wie bitte? Naja, ist klar, ne? Zwei Jahre haben, ne? Wenn es geht. Ja. So. Jetzt. Geht's um alles oder nichts? Emre Can ist ja da, ne? Genau. Also Bellingham. Ja. Bellingham, genau. Dann brauchen wir hier den Holmgren. Miranda. Dann haben wir hier den Terry und Diallo sind gesperrt. Super. Wo läuft bei uns? Kirsan kommt hier hin. So. Dann haben wir den Rieck müssen wir reintun. Den Malen auf jeden Fall und links außen dann nehmen wir den Jacobs rein. Ne? Ja. Sieht gut aus, oder? Ja, würde ich schon sagen. Zakaria. So. Wir probieren's. Nicht die drauf, sondern wenn es geht, keine überflüssigen Karten bitte. Ja. Weiter Buch. Ja, es ist ein wichtiges Spiel heute. Ach, geht ja nicht. Optimal auch nicht.
Ich lasse das mal leer. Jetzt bin ich gespannt. Wir führen 4-1 nach dem Hinspiel. Müsste eigentlich ausreichen, oder? Der Hugo sicher. Okay. Oh, Chancen haben wir wieder ohne Ende. Spannung. Okay, so. Malen loben. Den Miranda mal ein bisschen anfeuern. Genau. Oh, es gibt Eckball, sehr gut. Hallo. So, 20 Minuten. Wir wechseln aus. Nehmen mal bitte den Jacobs raus und werden ein bisschen defensiver. Und den Zakaria rein für den Hazard. Genau, mach das mal so. Würde ich sagen. Ja. Dann den Kuka noch rein. Kann natürlich den Emre Can. So, das muss reichen. Thank you.
Bei dem auch gelbe Karten ohne Ende hier. Yes. Eine Runde weiter. Im Finale stehen wir hier. Leistung Mannschaft. Super. Verse beschreiben. Dies ist mein Verein. Sehr gut. So. Ja, Chelsea gewinnt gegen Bayern und wir gegen Eindhoven und stehen im Finale. Puh. Was für ein Spiel. 11 Siege in Folge. Okay. Oh. Ja, den wollen wir ja loshaben, ne? Oder wollen wir den loshaben? Ich glaube schon, ne? Ja. Aber bitte nicht jetzt vor dem Spiel, sondern wenn es geht, nach dem Spiel. Jetzt gibt es eine Mega-Folge, aber das ist jetzt zum Abschluss ganz wichtig.